Jetzt aber muss ich noch mal kurz auf ein Kapitelchen kommen, wo, wie soll ich sagen, Überleben, da sind wir dran. Wobei zum Überleben auch dabei gehört, der Rheinländer, ich hatte ja am Anfang schon gesagt, der Rheinländer ist nicht am falschen Fuß zu erwischen, weil er keinen falschen Fuß hat. Er ist nicht in Verlegenheit zu bringen. Das gibt natürlich Kraft. Was weiß ich, nehmen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal ein Beispiel für eine Situation, wo jeder andere außer dem Rheinländer mit dem Satz rote Ohren da stünd. Hier, nehmen wir mal Banken. Jetzt nicht Sparkasse oder Volksbank. Nicht? Wenn du da reinkommst, kriegst du ja für jeden Heiermann, was du abgibst, kriegst du ja direkt einen Kölschuss oder einen Alt-Mainz-Halden. Oh, ja, aber du hast schön. Nein, ich spreche so von so Privatbanken. Nicht? Immer so die Nase oben raus. Wie heißen sie? Oppenheim, Trinkaus. Trinkaus, genau. Die ist ja rein, meinst du, da kriegst was zu trinken? Nichts. Also da ist, wenn Trinkaus draufsteht, sollte auch Trinkaus drin sein. Nix. Das ist ja schon mal komisch. Also wenn ihr da in so eine Privatbankerin küsst, nicht in Neuss, aber Düsseldorf, wenn sie sicher das ein oder andere gesehen haben, dann kriegst du automatisch schon ein Gesicht wie ein überzogenes Konto. Furchtbar, nicht? Und dann ist es, oh, da ist er rein, und dann die weiblichen Angestellten, wie die aussehen, und so, bah, wie so geliftete Suppenhühner. Ne? Ne? Faltig, aber doch irgendwie straff, man weiß es nicht genau. Ne? Bah, ne? Und da steht immer Knorr drauf, ne? Furchtbar. Und Teppichböden so dick, dass die ohne Schwimmflüchen keine Meter weggegossen, oder was? Ne? Und eine Chefetage, da ist der Vatikan, der reinste Asylantencontainer, ja, oder was? Und dann ist es in solchen vornehmen Bankhäusern, ist es immer so, in das Büro vom Chef darf keiner rein, ohne das Chefsuppenhut. Also da muss schon, ne? Da muss vorne, ne? Fräulein Knorr, die muss dann schon irgendwie, ne? Gesagt haben, ja, jetzt dürfen sie rein, oder sonst läuft da ja nichts, ne? Und jetzt haben ja solche Institutionen, und zwar je feiner sie sind, umso volksnäher ist diese Position besetzt, die haben ja auch immer einen Hausmeister. Weil das ist ja immer schon mal jetzt, da ist der Kloverstopp, ne? Weil irgend so ein Blödmann, der hat dann Obligationen statt Klopapier genommen oder was, man weiß ja nicht genau, furchtbar, ne? Also, die haben auch einen Hausmeister, so eine richtige rheinische Husmeister, eine richtige Katschmarek, um mal mit dem Blackfurst zu sprechen, die ich sehr verehre. Schön. Jetzt nehmen wir mal den Fall an, der Katschmarek, der hat irgendwie zu Donjat morgens früh, 7:30 in der Chefetage, der Suppenhuhn war gerade am Klo, ne? Und irgendwie, man weiß ja nicht wie, ist er da in dem Chefsingen-Büro gelandet. Jetzt steht er da rum, weiß natürlich auch, das ist im Chefsingen-Büro. Und was erwischt ihn wieder raus, was ist die Tür da auf, wer steht da? Der Chef. Natürlich ist der Chef völlig fertig mit der Welt. Der sieht, dass da der Hausmeister steht. Und der weiß, dass der Hausmeister weiß, ohne Suppenhuhn unterm Arm darf hier keiner rein. Aber heißt er, dass immer dabei ist, auch doof, mit so einem Teil immer rumzulaufen. Also, es ist eine klassische Verlegenheitssituation. Jeder, was weiß ich, der Schwabe, wenn er in so einer Situation wäre, Trinkhausbank in Stuttgart, der Hausmeister, der würde sofort, oder würde er auf Knien sich entschuldigen. Ja, das tut mir aber leid, dass ich da gelandet bin, ich wollte gar nicht da reingeschaut haben. Ja, furchtbar. Würde der Rheinländer, der die Würde und den Stolz hat, wenn auch nur innerlich, das sieht man von außen nicht unbedingt, würde er sich entschuldigen? Würde er, ne? Nicht, weil er unhöflich wäre, nein. Der Rheinländer würde sich in der Situation nicht entschuldigen, weil er gar nicht in Verlegenheit ist. Wie soll ich sagen? Er hat keinen Satz roter Ohren. Er ist nicht da, weil er nicht die Absicht gehabt hat, hereingekommen zu sein. Rheinischer Relativraum. Das Allerhöchste, was der Rheinländer da singem Chef sagt hat, wird Folgendes sein. Am für sich wollte ich ja nicht gekommen sein. Fertig. Ja, und aus und erledigt. Ja. So ist es schön. Ja. Das ist arbeitnehmerfreundliche Grammatik, möchte ich mal so sagen. Gut. Nun.